Der geht hier mit 5 Punkten in diesen Lauf. Und hellfarbig gelb, die Nummer 2, Unisepinen. Der Finne, denke ich, wird keine Rolle spielen hier in diesem Lauf, aber unter den anderen drei. Da geht es jetzt richtig zur Sache. Posa Serinius, Günther Bauer und Manfred Seifter. Das sind neue Anzeigen. Und ab geht die Post. Guter Start hier von Günther Bauer. Der geht gleich in Führung. Und der Fuchs, der Olof Serinius, schaut sich das an. Unglaublich. Er bleibt da ganz innen und ist unglaublich schnell auch dabei unterwegs, liegt da in der zweiten Position und attackiert logischerweise Günther Bauer. Günther relativ weit innen und trotzdem attackiert Posa Serinius. An der dritten Position hält Farbe Weiß, Manfred Seifter, der Österreicher, hier in blauer Stellung. Und da ist er vorbei, Posa Serinius in Führung gegangen. Und habt ihr gleich ein paar Meter zwischen sich und Günther Bauer liegen können. Der Olof Serinius an der Spitze, eingangs der letzten Runde in diesem Lauf. Der Altwalter Aldo vorbeigegangen. So, und jetzt heißt es, sicher die 2 Punkte nach Hause fahren für Günther Bauer. Ja, und Applaus gibt es auf alle Fälle für Per Olof Serinius. Ja, was für ein Kampf, den er sich hier wieder geliefert hat mit Günther Bauer. Und er hat letztendlich